Der Bruder fragt, wenn man den Koran auswendig lernt, möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Erfolg geben dabei. Soll man dann auch den Tafsir dazu lesen und lernen und andere Dinge, die damit verbunden sind, wenn man die Zeit dafür hat? Auf jeden Fall. Weil du bist ja nicht die ganze Zeit, 24 Stunden nur dran und lernst die Sura auswendig, weil gibt es nicht. Du hast eine Zeit, eine Aufgabe, wie zum Beispiel eine Seite auswendig lernen. Du lernst diese Seite auswendig. Wie lange braucht man dafür? Sagen wir mal eine Stunde, eineinhalb Stunden, dann bist du fertig. Dann hast du aber den Rest der Tag, Rest des Tages hast du Zeit. Dann kannst du zumindest was machen, dass du diese Seite, die du gelernt hast, dass du darüber nachdenkst und den Tafsir liest. Wenn du natürlich den Zugang hast zum Tafsir. Auf Arabisch. Dann ja, auf jeden Fall. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدباً.